Woche 20. Ein Brief. Der General ist zurück. Es ruckelt schon wieder, wie er Lit kommt. Der Drachentöter kommt, das ist interessant. Und der Brief. Lieber Vater, sagt Zedani, dass es das, die gut geht. Er hat die ersten beiden Tage der Reise ohne Unterbrechung miaut, also war seine Stimme weg. Danach gab er auf und schlief den Rest des Weges einfach nur. Leider ist König Ivo allergisch gegen Katzen, deshalb halten wir ihn außerhalb unserer Gemächer. Aber keine Sorge, ich habe ein kleines Haus für ihn gebaut, damit er ein gemütliches Plätzchen ganz für sich allein hat. Ich vermisse euch alle sehr, vielleicht könntest du mich einmal besuchen. Deine Lorsulia. Och Mensch. Arme Dusty, er liebt es immer, mit Lorsulia im Bett zu kuscheln. Zedani muss nichts darüber wissen. Wir sollten Lorsulia nach etwas anderem fragen. Ja, wir sagen mal, ich bin noch nicht fertig. Vielleicht gibt's noch eine Sache. Wir werden... Erinnert mich dran, falls ich das vor dem Wochenwechsel vergesse. So, der General ist da. Ich bin mal gespannt. Ach, das Dorf heißt Babuschka. Ich blieb für zwei Nächte mit meinen Männern. Es ist nichts passiert, abgesehen von einigen Füchsen, die den Müll durchwühlen. Wir haben nichts gefunden, aber die Dorfbewohner sagten, sie fühlten sich sicherer, wenn wir dort wären. Ich danke ihnen. Toll. Tolle Aktion. Nichts bei rumgekommen. So. Vielleicht ist es aber auch wieder eine komische Übersetzung mit dem Dorf, das Babuschka heißt. Hm. Katzenhaarallergie ist eigentlich eine Allergie gegen die Speichel der Katze. Aha, interessant, wusste ich auch noch nicht. Vialyt, euer Gnaden. Ich höre, ihr kämpft mit dem Biest. Wir bereiten uns auf die Schlacht mit Radovia vor, du hast gut gehört. Mein Name ist Vialyt. Meine Ältesten haben viele Jahre vor mir mit den Tieren gekämpft. Ich habe gehört, dass sie hier einen radovianischen Hund zu ihrer Burg gebracht haben. Sie sagen, er ist im Kerker. Ich werde mit diesen fiesen Tieren helfen. Ich werde Männer und Ressourcen geben, 3 Gold und 150 Armee. Im Austausch für den roten Hund. Kein Hund, keine Armee, ich kann es nicht einfacher sagen. Warum brauchst du ihn? Ich werde lehren, mich zu verärgern. Ich denke, wir sollten ein Exempel an ihm statuieren. Sehr schön. Zeigen Sie seinen Hundebrüdern, was mit denen passiert, die zu weit gehen. Das wird sie in Schach halten. Okay. Wow, die hat nichts Gutes mit denen vor. Okay, der Chat ist ziemlich eindeutig der Meinung. Er gehört Ihnen. Mach, was du willst, aber du kannst mir die Details ersparen. Fantastisch. Ich werde es langsam angehen lassen. Stelle sicher, dass er weiß, dass ich da bin. Oh, noch eine Sache, euer Gnaden. Mein Deal ist vom Tisch, wenn Sie jemals einem dieser Hunde helfen. Machen Sie keinen Fehler. Ach du. Ach du Schreck. Okay, 150 Leute. So, wir sprechen sie an wegen Tierzahn. Das ist ein bisschen wie ein Zahn. Das ist alles, was ich sagen kann, euer Gnaden. Brief. Es ist nicht aus meinem Land, euer Gnaden. Es ist nicht unterschrieben. Das ist seltsam, seltsam und unhöflich. Fiole. Ich war noch nie ein Branker. Es sieht aber ziemlich runtergekommen aus. Okay, nicht sehr hilfreich. So, das heißt, wir müssen noch zu dem Radovianer hingehen. Drachentöter, jetzt bin ich gespannt. Euer Gnaden. Es gibt keine Spur von Licher in den Wäldern. Das dachte ich mir. So schlau ich auch bin, ich weiß, wo ich nach ihren Verstecken suchen muss, in alten Baumstämmen. Hier, nimm dieses verdammte Horn als Beweis für meine mutige Tat. Ah, sehr gut. Oha, er schmeißt es mir einfach hin. Und da kommt er. Haha! Ihr hättet die Bestie nicht besiegen können, denn es gab kein Monster im Wald. Du bist auf unseren Trick eingefallen. Alle eure Geschichten sind Lügen, genau wie diese hier. Was? Ich, ein Lügner? Das ist nicht wahr. Ich habe den Beweis, nicht wahr, euer Gnaden? Es könnte genauso gut ein Hirsch sein. Dieses Horn kommt mir nicht gerade so vor, als stamme es von einem Monster. Was sonst, euer Gnaden? Licher sind wie jeder anderes Tier. Es hat Hörner, es blutet. Sicherlich haben sie nicht erwartet, dass das Horn leuchtet.
Die Drachengeschichte ist nicht gerade originell, oder? Sir Friedrich sagt, dass Sie die Geschichte neu erzählen und jedes Mal nur ein paar Details ändern. Nun gut, die Katze ist aus dem Sack. Wenigstens muss ich die Schau nicht mehr aufführen. Das kann manchmal sehr ermüdend sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Leute wollen diesen erstaunlichen Ritter sehen, diesen Drachentöter. Also zeige ich ihnen, was sie sehen wollen. Lichai und der Beweis, ein Hirsch. Wenigstens tun meine Geschichten niemandem weh und ich habe kein Alkoholproblem. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es mir ins Gesicht. Ich höre, was der Wind verbreitet. Probleme mit Rum. Ehefrau, die mit einem blauen Auge herumläuft. Sie glauben ihm nicht, oder, Euer Gnaden? Er ist ein Lügner, er denkt sich das alles aus. Früher erkannte man sie in den Höfen, aber die Erinnerung daran verblasst. Das ist es. Zieh dein Schwert, lass uns sehen, ob du mehr als nur ein Trickbetrüger bist. Schluss jetzt! Ich lasse kein Blut in dieser Kammer vergießen. Er würde sowieso nicht meinem Handwerk entsprechen. In eurem jetzigen Zustand würdet ihr euch wahrscheinlich selbst erstechen. Bei Gnaden, natürlich ist es nur ein Scherz, aber das macht nichts. Die Botschaft ist das, was wichtig ist. Die Geschichte wärmt die Herzen der Menschen. Sie gibt Hoffnung auf ein besseres Morgen. Die Leute denken immer, sie sehen Basilisken, Blutegel, Striegers, während es normalerweise ein Fuchs, ein streunender Hund oder sogar eine Katze ist. Wenn ich ihnen ein Wildschweinfell oder ein Hirschhorn bringe und ihnen sage, dass es das Monster war, schlafen sie nachts besser. Sie können wieder an die Arbeit gehen und sich sicher fühlen. Und wenn ich nebenbei noch verdiene? Na und? Sind wir nicht alle ein Betrüger? Könige zum Beispiel. Oh, jetzt bitte aufpassen. Die Leute kommen immer, um den König zu sehen, weil er alles weiß. Sie erwarten, dass ihr weise Ratschläge gebt. Sie werden euren Worten das größte Vertrauen schenken. Aber antwortet euch selbst, wisst ihr immer, was zu tun ist? Nicht einmal Gelehrte wissen den Weg. Richtig. Aus Manuskripten können wir nur bedingt etwas lernen. Der Rest ist nur eine Vermutung. Euer Gnaden, wir können Ihnen sicher nicht noch mehr Lügen verbreiten lassen. Das werde ich nicht zulassen. Wenn Sie Noxai in Ihr Banner aufnehmen lassen, werde ich nicht an Ihrer Seite stehen. Oh, ich werde nicht beitreten, wenn er beitritt. Bei seiner Unmäßigkeit werde ich während des Kampfes nicht neben ihm stehen. In all dem Tumult könnte er mich erstechen und niemand würde es merken. Jovan, ein guter Kerl. Er trainiert mit mir. Ich werde mich bemühen, meine Empfehlung zu schicken. Vergiss das nicht. Ja, Leute, wir stehen auf der Seite von Sir Frederick. Und wenn er schon ein bisschen alt ist und von mir aus auch ein bisschen trinkt, das ist mir in dieser Angelegenheit doch lieber, würde ich sagen. Und da man bei beiden nicht so richtig weiß, was los ist, folgen wir doch lieber den rationalen Argumenten. Also, Sir Friedrich, ich stehe auf eurer Seite. Sie haben noch eine Schlacht vor sich. Ich wusste, dass ich eurem Urteil trauen kann, euer Gnaden. Es ist Zeit, dass diejenigen mit echter Erfahrung die Führung übernehmen, Noxay. Eine Schande, euer Gnaden. Trotzdem wünsche ich Ihnen das Allerbeste in Ihrem Kampf. Okay, wir haben 180 verloren, aber 80 bekommen oder so. So, das Chaos wird erstmal aufgeräumt, das ist sehr gut. Klar sind Moritaten authentisch. Hier ist ein Koch und zwei Bauern. Euer Gnaden, wo ich herkomme, gibt es einen seltsamen Nebel, der den nahegelegenen Wald umgibt. Jeder, der in den Nebel geht, verschwindet spurlos. Ein paar lokale Abenteurer haben sich gemeldet. Sie sagten, sie würden den Verantwortlichen finden, aber sie kamen nicht zurück. Wir denken, der Nebel verwandelt die Menschen in Frösche, Käfer vielleicht. Es gibt viele von ihnen in den Wäldern, aber keine Anzeichen von den Menschen, die dort hineingehen. Die Hexe ist nicht da. Ich merke gerade, für bestimmte Sachen braucht man dann natürlich bestimmte Leute, aber wir können nicht alle Leute immer da haben. Insofern können wir das jetzt halt nicht machen mit der Hexe. Nebel, vielleicht haben sie sich nur verirrt. Sie sollten den Nebel noch einmal überprüfen. Der Nebel könnte dicht sein, also gehen sie nicht allein. -3. Wenn wir uns zusammenschließen, vielleicht bekommen wir ein paar Spuren. Aber was ist, wenn wir uns stattdessen alle verlaufen? Der Hirschkönig ist zurück. Oh je, na gut, das ist nicht so gut ausgegangen. Mal gucken, wie das noch weitergeht.
Der nächste Bauer. Euer Gnaden, mein Junge, mein liebstes Enkelkind, hat sich in große, große Schwierigkeiten gebracht, Euer Gnaden. Er bat mich, nicht hierher zu kommen, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Er ist schon lange mit dem Verkauf von Orakelstaub beschäftigt, es sei harmlos, sagt er mir. Anfangs verkaufte er ihn nur, aber seit kurzem nutzte er es auch. Er war überglücklich zuerst und kicherte nur. Ich habe es sogar ein, zwei Mal selber versucht, nur um mich davon zu überzeugen. Aber ich bin keine Frau, die sich auf sowas einlassen sollte. Jetzt ist er sehr krank, Euer Gnaden. Er kann das Bett nicht verlassen, mein armes Baby. Er bittet mich immer wieder um Staub, aber ich weiß, dass dies mit Sicherheit die Ursache seiner Krankheit ist. Er sagt mir, dass er sich dadurch besser fühlen wird. Ich habe kein Herz, ihn in diesem Zustand anzusehen. Seine Haut ist so blau wie Blaubeeren. Bitte helfen Sie, Euer Gnaden. Aber wir können nicht helfen, das ist zu viel. Ich kann deinem Enkel nicht helfen. Die Stimmung sinkt. Er muss stark bleiben, bis seine Krankheit vorüber ist. Stellen Sie sicher, dass er nicht dehydriert und lassen Sie ihn nicht mehr vom Staub nehmen, dann schafft er es. Ich hoffe wirklich, dass er es tut, Euer Gnaden. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Okay, aber ein weiser Rat, den wir trotzdem gegeben haben. Staatsbankrott droht nicht, außer wenn wir das geben. So, der Koch, Euer Gnaden. Seit Tagen rennt ein Hahn in unserer Küche herum, aber wir haben es endlich geschafft, ihn zu fangen. Es war ein wunderschöner Vogel, wir konnten ihn nicht behalten, da wir bereits einen Hahn haben. Aber er machte eine köstliche Brühe. Unsere Mitarbeiter mochten ihn so sehr, dass ich dachte, ich bringe ihnen etwas davon zu probieren. Ich bin nicht sicher, wo dieses Küken herkommt, aber es war sicher gut gefüttert. Oh nein. Zedani wird mich umbringen. Warum konnten Sie mich nicht zuerst fragen? Das war das Haustier meiner Tochter. Oh, Euer Gnaden, das wusste ich nicht. Entschuldigen Sie bitte. Oh mein Gott. Eine 18 Goldsuppe. Ja. Ich hoffe, sie braucht ihn nicht mehr, jetzt wo Stabber nicht mehr da ist. Ich schaue später besser nach ihr. Oh ja, das sollten wir tun. Gut, wir gehen da erstmal rumgucken. Ah, wir müssen durchgreifen. Da, die Leute sind doch nicht schuldig. Ich meinte, was. Die können doch nicht wegen jedem Hahn uns als König fragen. Leute, stellt euch das mal vor. Dann stehen da ja dreimal so viele Leute, wenn jede kleine Entscheidung von uns getroffen wird. Koch muss auch mal was selber entscheiden können. Okay, so, Zedani. Euer Gnaden? Ah, Lorsuli hat einen Brief geschickt. Ach so, verdammt. Wir sollten das ihr noch nicht erzählen. Oh, scheiße. Ah, vergessen. Was hat sie gesagt? Ist das hier in Ordnung? Mag er das neue Schloss? Ich wette, er würde es ihr vorziehen. Ihm geht es ganz gut, Zedani. Er mochte die Reise nicht so sehr, aber er ist jetzt in einem gemütlichen Schloss und liegt wahrscheinlich an einem warmen Kamin. Oh, er ist klug genug. Nein, Vater. Er ist ein Entdecker. Er läuft wahrscheinlich um alle Burgmauern herum. Wie er es hier getan hat. Natürlich, Zedani. Ich musste den Gockel loswerden, Zedani. Es tut mir leid. Er wollte wirklich aus diesen Burgmauern. Er wird glücklicher sein, wenn er frei ist. Danke, Euer Gnaden. Ich wollte das selbst machen. Er war nicht geeignet, ein Agent zu sein. Alles, was er tat, war überall zu kacken. Ich bin froh, dass du ihn befreit hast, Vater. Ich freue mich auch. Bitte sei vorsichtig mit diesen Tieren, Kürbis. Bin ich, Euer Gnaden? Oh, das ist ja nochmal gut ausgegangen. Sehr schön. Mal sehen, was ihr nächstes Tier sein wird. Sehr gut. So, weil die Hexe ist ja noch nicht da, deswegen ist hier noch nichts Neues. Wir haben überhaupt noch keine richtigen Hinweise. Die nördlichen Lehnsherren. Wir wissen nicht, wer ein nördlicher Lehnsherr ist. Wir kommen in dieser Sache überhaupt nicht weiter. Vielleicht mit dem nächsten Hinweis der Hexe. Okay, Leute, wir müssen jetzt erst einmal den Typen hier einladen. Wie hieß er noch? Jovan? Ist er noch unterwegs? Was heißt dieses Zeichen? Okay, wir können ihn noch nicht einladen. Vielleicht kommt er von selbst.
Mascha können wir noch einladen. Gut, dann können wir den General aussenden. Nehmen wir erstmal die nächsten Orte. Und dann wollten wir noch einen Brief schreiben. Und jetzt fragen wir nach ihr selbst. Das mit den Hausschuhen ist ja wohl eine blöde Idee. Sagt ihr, dass alle sie vermissen? Sehr wohl, Euer Gnaden. Ich werde ihr einen Brief schreiben. Wir rechnen mit einer Antwort in einigen Wochen. Alles klar. Damit sind wir, glaube ich, durch mit dieser Woche, wenn ich das richtig sehe. Ach, stimmt. Wir müssen ins Gefängnis noch. Oh ja. Ja, stimmt. Das ist richtig. Nee, der ist schon weggenommen. Hä, der ist schon mitge. Der ist nicht mehr da, Leute. Den hat sie schon mitgenommen. Die Sache hat sich insofern erledigt. Brief haben wir geschrieben. Damit sind wir durch, würde ich sagen. Alles klar. Okay. Ich würde sagen, wir lassen mal Stan zu Hause. Auch wenn das statistisch vielleicht jetzt eher andersrum passieren wird, aber okay. Der Sänger sollte diese Woche wiederkommen, Zocker for Life, das stimmt. Ja, Chat, wollen wir die Sache mit dem Sänger machen oder ist das eine Schwachsinnsaktion? Ich meinte, der General ist dann 2 Wochen weg. Gut, eine Woche davon brauchen wir ihn nicht bezahlen. Insofern wäre das auch nur so halb so schlimm. Also der Chat scheint dafür zu sein, dass wir das mit dem Sänger machen. Dann würde ich allerdings schon gerne beide dieses Mal bezahlen. Ich habe gelacht, also muss der mit. Die Steuern sind gesunken von 14 auf 12. Oh ja, verdammt. Der Grund ist, dass die Zufriedenheit gesunken ist. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Nettogewinn von plus 7 und oder plus 5 oder sogar ein Minus. Gut, ich würde sagen, wir machen das so. Wir schicken den General mit und die Hexe ist dann für irgendwelche Optionen noch da. Das wird ein bisschen teuer jetzt. Alles klar. Da kommt erstmal der General, da kommt Alena, Mascha, die Dame Elida. Was ist denn hier los, Leute? Das ist ja der Wahnsinn. Ein örtlicher Bäcker hat seine Mehllieferung vermisst. Ich habe mich umgesehen und es stellte sich heraus, dass die Pferde mit einem Karren auf dem Weg hierher in einem Schlamm stecken geblieben waren. Wir halfen ihnen und der Bäcker gab uns einen Korb mit frischen, knusprigen Brötchen. Okay, also Vorräte sind jetzt echt nicht unser Problem. Euer Gnaden, ich habe eine Übereinstimmung zwischen der Substanz in dieser Phiole und dem Gift gefunden, das bei Thales verwendet wurde. Es ist also ziemlich sicher, dass diese Phiole verwendet wurde, um Thales zu vergiften. Aber warum wurde sie in der Nähe von Branka gefunden? Ich weiß nicht. Vielen Dank dafür, es wird für unsere Untersuchung nützlich sein. Okay, das ist der erste wirkliche relevante Hinweis. Mascha. Die ist neu. Jonas, der Blödmann mit den blöden roten Handschuhen. Leih mir etwas Gold und ich zahle es dir in einer Woche zurück, sagte er. Ich werde ihm die Beine brechen, wenn ich ihn sehe. Euer Gnaden, ich habe diesem Kerl 28 Gold geliehen. Er sagte, er würde es mir mit Zinsen zurückzahlen. Ich kenne den Typ. Jetzt höre ich, dass er auf dem Weg nach Kaladur ist, ans andere Ende der Welt. Wahrscheinlich genießt er die heiße Sonne und die Bordelle von Kaladur. Inzwischen sitze ich hier fest in diesem Rattenloch ohne Lohn für meine Männer. Ich habe es heute Abend Zeit, sie zu bezahlen, sonst verlassen sie mich. Wo zum Teufel finde ich dann eine neue Mannschaft? Ich brauche das Geld nur für 2 Wochen, danach sollte ich es wieder gut machen. Sie wollen also Gold. Wir haben das Geld nicht, Leute. Kann man Geld geben, was man nicht hat? Kann man nicht, sagt Picard. Okay. Ich will nur wissen, ob es theoretisch geht. Also, wenn es gehen würde und ich raufklicke und es weg wäre, wäre es doof. Warum ich ihr es geben sollte? Weil sie uns das wiedergibt und wir ein Bündnis dann haben. Kalator scheint die Ingame-Version von Thailand zu sein. Okay, dann sage ich, wir haben das Geld nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihnen helfen kann. Außerdem würde ich, wenn ich ihnen Geld leihen würde, wahrscheinlich genauso enden wie sie. Ich hoffe, sie finden diesen Kerl.
In diesem Fall verzeihen Sie die Störung. Ich schätze, nicht jeder ist so naiv, wie ich es war. Bei den Göttern, Jonas hat mich direkt verarscht. okay. Gut. Die Dame Elida. Kennen wir die schon? Ich habe gehört, dass Lena Ihnen einen Vorschlag gemacht hat. Ich muss sagen, es ist gut, dass ihr nicht zugestimmt habt, Euer Gnaden. Machen Sie nicht den Fehler, Ihr Angebot anzunehmen. Diese Hochzeit wird nicht stattfinden. Mir scheint, Sie kennen den Fluch, der Lenas Familie plagt, nicht. Aha. Was für ein Fluch. Sie sagen, wenn Ihr Sohn nicht vor seinem 20. Frühling verheiratet ist, wird er einschlafen und niemals wieder aufwachen. Okay. Kann der Fluch aufgehoben werden? Die gibt es. Deshalb sucht Lena verzweifelt jemanden, der ihren Sohn heiratet, um den Fluch aufzuheben. Das Problem ist, sie können es nicht vollständig loswerden. Wenn ihr Sohn heiratet, wird gesagt, dass der Zauber auf die Braut übergeht und sie in der folgenden Nacht sterben wird. Was? Sind Sie bereit, dies zu riskieren? Danke. Ich würde Azalias Ehevereinbarung jedoch nachdrücklich überdenken. Ich werde Ihren Rat berücksichtigen. Okay, wow. Torlando. Euer Gnaden, ich bin es. Torlando, der Wunderbare. Ist euer General bereit, mit mir zu kommen? Ja, er ist bereit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die beiden jetzt machen. Das ist absolut fantastisch. Sie werden nicht enttäuscht sein, denn ich werde ihnen einen Klassiker bringen. Oh yeah. Zedani und ein Söldner. Ist das ein weiteres Haustier von dir, das du da hast, Kürbis? Was ist das diesmal? Eine Stabheuschrecke? Oh, das wäre gut, ein perfekter Spion. Aber das hier, das ist nur ein dummes Spielzeug. Die Rekrutierung von Agenten ist viel schwieriger, als sie sich vorstellen können. Warum Agenten? Wofür willst du die einsetzen, Kürbis? Sie sollen Lorsulia und Dusty vor dem bösen Prinzen retten. Wenn meine Agenten bereit sind, werden wir Lorsulia wieder nach Hause bringen. Meine Agenten werden die besten Freunde von Dusty sein. Vielleicht darfst du sie auch eines Tages benutzen, wenn sie gut sind. Kürbis, Ivo ist nicht böse. Außerdem ist er kein Fürst, sondern König. Atana ist sowieso schon sehr weit weg. Nun, das scheinen gute Argumente zu sein, aber du machst deine Arbeit, ich mach meine. Lass uns das Spielzeug sehen. Sieht ziemlich ungewöhnlich aus, nicht wahr? Sieht nicht so aus, als käme es aus unserem Land. Wo hast du es her? Maya hat es mir geschenkt, es bringt Glück, sagt sie. Ich verstehe. Geh jetzt, Zedani. Schau mal, ob du andere Agenten finden kannst. Okay, irgendwas stimmt mit dieser Maya nicht. Mit der müssen wir reden. Euer Gnaden, normalerweise würde ich euch nicht stören, aber ich habe keine andere Wahl. Ich bin ein Händler, der Waren von einem Ort zum anderen liefert. Ich verkaufe Schmuckstücke aller Art. Was? Gemälde, alte Schriftrollen, historische Relikte. Ich hatte sogar einmal das Holzbein von Vlode, der Spindelschenkel. Es wechselte für verrückte 200 Goldstücke den Besitzer. Aber nichts davon spielt jetzt eine Rolle, da ich auf dem Weg zurück in meine Heimatstadt Pravesk ausgeraubt wurde. Und wenn ich mich nicht irre, brauchen Sie jetzt Geld, um Ihre Reise fortzusetzen. Das ist richtig. Sie kennen sich wirklich aus. Euer Gnaden, ich bräuchte 23 Gold, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich bin ein Geschäftsmann, also weiß ich, wie man dieses Geld investiert. Ich werde in kürzester Zeit einen Gewinn erzielen. Ich werde es euch zurückzahlen, sobald ich kann, natürlich mit Zinsen. Ah, 23 Gold? Wir haben bei den letzten Sachen das... Nee, komm, was sollen wir da machen? Nee, machen wir nicht. Also das mit der Taverne war ein klarer Deal, ne? Da wusste man, Taverne, da fließt Bier, da kommen Dirnen, wie wir gehört haben, da kann man Gewinne machen. Aber das ist so abstrakt, er weiß, dass er Geschäfte machen kann. Das ist kein Investmentplan. So funktioniert das nicht. Was? Wirklich? Warum nicht einem wirklich ehrlichen Mann helfen? Vlode, der Spindelschenkel, der war gut. Okay. So. Warte mal. Jetzt war der Wunsch, dass wir mal ins Vlog gucken. Also wir haben hier quasi Updates. Ja. Ich meines Erachtens bringt das nichts. Das bringt nichts, Leute.
Das ist quasi nur eine Erinnerung, wenn man es vergessen hat, was diese Geschichten gemacht haben. Aber es ist jetzt völlig absurd, jetzt sich den ganzen. Also, wenn wir irgendwie einen Punkt haben, wo wir nicht weiterkommen oder wo wir es nicht mehr wissen, dann gucken wir ins Archiv. Aber ansonsten haben wir alles mitbekommen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Okay, Leute, wir sind hier durch. Wir schauen, was in der Burg zu tun ist. Falls was zu tun ist. Ja. Stimmt, wir müssen mit Maya reden. Wir reden aber erstmal mit Azalia. Genau, mit der sprechen wir auch über Zedanis Spielzeug. Erkläre das Azalia. Ja, Zedani hat dieses Spielzeug von Maya bekommen. Ich habe das Spielzeug schon mal gesehen. Maya, Sie kommen nicht aus Beravia, oder? Meine Familie, wir reisen viel. Oh, jetzt kommt unsere Frau. Ich kam gerade vorbei, aber ich hörte den ganzen Lärm hier. Ist alles in Ordnung, Liebling? Sieh dir dieses Spielzeug an. Ja, was ist denn das für ein Spielzeug? Ich erkenne das. Natürlich, wir haben einen solchen gesehen, als wir vor 13 Jahren von Bayran ausgeraubt wurde. Das ist der Anführer. Wo hast du dieses Spielzeug her, Maya? Ich, meine Eltern sind viel unterwegs. Wir sind Reisenhändler, sie müssen es irgendwo gekauft haben. Dein Akzent, dieses Spielzeug, für eine Weile in Davern zu bleiben. Du kommst aus Radovia. Das habe ich doch gleich gewusst. Ich wusste es. Sag mir, dass du nichts davon gewusst hast, Azalia. Vater, bitte nein. Tu ihr nichts an. Es ist alles meine Schuld. Ich habe sie gebeten, uns zu besuchen. Wir bereiten uns auf die Schlacht vor. Wir planen, einen Angriff abzuwehren. Aber die Radovianer sind bereits in meinem Schloss. Ich... Oh Gott. Sieh, was du deinem Vater angetan hast, Erik. Erik? Naja, es war mal wieder Quatschübersetzung. So, er ist mal wieder im Bett. Oh, du bist auf. Erik, das ist jetzt das zweite Mal. Azalias Freundin ist eine Radovianerin. Wir bereiten uns auf den Krieg gegen sie vor und doch sind sie schon hier. Ja, ich habe mich schon mit ihnen unterhalten. Azalia wird ihre Freundin nicht mehr sehen. Ich beschloss, sie nicht zu töten, aber ich verbannte sie aus dem Schloss. Sie ist nur ein Mädchen. Vielleicht, aber wie lässt uns das aussehen? Unsere Tochter spielt mit dem Feind in unserer Burg. Du hast nicht daran gedacht, sie bleiben zu lassen, oder? Ja, jetzt haben wir das Thema mit dem Bündnis, ne? Mit dem Bündnis mit dieser Frau, die nicht möchte, dass wir Radovianern helfen. Naja, hast du gut gemacht. Ich hätte Maya nicht erlaubt, in unserem Schloss zu bleiben. Du hast es gut gemacht. Vielen Dank. Nichts Gutes kommt jemals von den Radovianern. Dein Zusammenbruch. Wir beide können uns keinen Erben vorstellen. Brich dein Versprechen und du wirst bestraft. Dein Königreich wird fruchtbar sein, aber du wirst keinen Nachfolger unter deinen Nachkommen sehen. Aha! Es gibt irgendeinen Fluch oder Versprechen. Ist es nicht so gelaufen? Als ich Bayran meine erstgeborene Tochter versprach, tat ich es nicht, weil ich Angst vor der Hexe hatte. Ich habe es getan, um uns zu beschützen. Zu der Zeit dachte ich, Bayran sei ein Dumpfkopf. Sicherlich würde ein Bandit nicht in der Lage sein, so weit zu gehen, den Thronsaal zu betreten und es zu wagen, einen König nach seiner Tochter zu fragen. Und doch sind wir hier. Ich sage dir, es ist die Hexe. Wie sonst könnte er König werden? Wie sonst könnten sie den Krieg halten? Wie sonst, dass du keinen Sohn haben kannst? Du hast vielleicht recht. Ich werde diesem Fluch trotzen, Liebling. Ich werde sehen, ob wir es sofort schaffen. Was meint sie jetzt? Ein Erbenzeugen? Zumindest kann ich ihnen helfen, einen Teil der Last von ihren Schultern zu nehmen. Vielen Dank, ich fühle mich jetzt besser. Es ist Zeit zum Aufstehen. Ich denke, ich sollte nach Azalia sehen. Er will keine Erben machen. Es ist irgendwie leicht verwirrend, oder? Oh mein Gott. Was für ein Durcheinander. Wir müssen... Was ist hier los? Jetzt ist Azalia wieder ganz alleine. Wegen Maya. Es tut mir leid, Vater. Ich will dich nicht verletzen. Ich weiß. Mir geht es gut. Ich bin nur nicht mehr der Jüngste. Ärzte sagen, Situationen wie diese beschwören so etwas herauf. Ich will dich nicht kränken, Vater. Aber warum denn der Krieg, Vater? Ist es nicht schon schwierig genug? Warum alles noch schlimmer machen? Ich weiß, dass Maya aus Radovia kommt. Als sie es mir sagte, blieb mein Herz beinahe stehen. Ich wusste sofort, das bedeutet Ärger. Doch nun weiß ich es besser. Sie sind gar nicht schlecht. Sie sind sogar wie wir, nicht wie Mutter immer sagt, Barbaren. Sie haben unsere Dörfer überfallen.
Natürlich gibt es unter ihnen auch Diebe und Banditen, aber das bedeutet ja nicht, dass sie alle so sind. Du bist doch König, Vater. Musstest du niemals einen Dieb aus Davern bestrafen? Nun, nur weil eine Person etwas Schlimmes anstellt, heißt das ja nicht, dass alle so sind. Ich verstehe einfach nur nicht, warum wir kämpfen müssen. Sie haben uns angegriffen. Sie wollten unser Schloss. Was ist, wenn du es nur falsch verstanden hast? Das können wir nicht riskieren, Azalia. Es ist wirklich kompliziert. Es ist eine große Schande, Vater. Doch wer weiß, vielleicht eines Tages. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, da ist irgendwas anderes noch dran und vielleicht sollten wir doch mit denen mal reden. Wir sollten, glaube ich, unseren Hass ein bisschen beiseite schieben. Hier sind zu viele Mächte im Spiel. Mal gucken. Wir sind so rational fixiert auf diese 1000 Soldaten, auf die Unterstützung, auf die Bündnispartner. Am Ende ist es aber alles ganz anders. Glaube ich. Okay. Gut. Was können wir jetzt machen? Wir können Verbündete noch einladen. Wir haben alle eingeladen, aber ich fand den Vorschlag gut, dass wir Lena nochmal einladen und sie konfrontieren mit unseren Informationen über den Fluch. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich soll bei Jovan in die Hinweise schauen, sagt ihr. Die beiden schlossen einen Vertrag. Jovan ist schon unser Verbündeter. Nee, er ist aber noch nicht grün. König Erich tat, was Sir Frederick verlangte. Er deckte Noxes Lügen auf und die beiden schlossen einen Vertrag. Eigentlich müssten wir ihn mal einladen können, aber er ist noch abwesend. Also wir müssen einfach Geduld haben. Der wird irgendwann verfügbar sein. Gut. Ja, dann mache ich das. Ich werde Lena einladen und sie konfrontieren mit dieser Geschichte. So, und auf der Karte werden wir unsere Hexe auch losschicken nach Vola. Okay, dann sind wir normalerweise an den Punkt angekommen, wo der heutige Herrenabend Light, zumindest was das Spiel betrifft, sein Ende nimmt. Ja, ich weiß, es ist spannend, Leute. Ich weiß, es ist spannend. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich würde nochmal bei den Hinweisen gucken. Hier bei dieser Geschichte, weil wir jetzt einen gefunden haben. Okay, die Hexe hat das bestätigt. Ich bin mir immer nicht klar, was die Farbgebung bedeutet. Also, ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich hier schon gelöst ist, das Problem. Wir haben hier schon beide Hinweise. Das sind die goldenen Symbole. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Warum hier ein grüner ist, allerdings weiß ich nicht. Ach, das ist immer nur das, was aktuell markiert ist. Okay, das heißt, wir haben diese Sache gelöst. Hier haben wir eine Geschichte gelöst. Hier brauchen wir noch drei. Wir müssen Verdächtige befragen und einen Experten suchen. Wir haben aber jetzt schon mit allen Adligen gesprochen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also insofern sind wir mit dem Mord durchaus ein bisschen weitergekommen. Okay. Ich finde schon, man kann an dieser Stelle mal Schluss machen. Wir sind aber auch durch, denke ich. Wir gehen also auf jeden Fall nochmal hier rein und speichern. Logisch. Gut. Sehr schön. Der General ist weg. Wir werden die Hexe bezahlen. Das ist soweit in Ordnung. Jo. Und der Rest geht zu seinem Gang. Und damit würde ich sagen, speichern wir und verlassen.